gucken uns jetzt ein weiteres Video an von Holzkopf. Holzkopf, absolute Legende. Wir starten mit dem Video nervige Dinge, die ich nicht verstehe. Und auf dem Thumbnail ist schon eine Sache, wo ich was zu sagen könnte. Ich werde es aber noch nicht tun, weil ich denke mal, es wird im Video selber vorkommen. Holzkopf, Legendenkanal, den ich random gefunden habe. Rein geht's. Wir wollen nicht lange um den heißen Brei herumreden. Manchmal schreibe ich mir random Kleinigkeiten auf, die mich im Alltag trotzdem einfach nerven. Eines davon ist, bei manchen Flaschen jetzt, dieser neue Deckel. Das ist eine Frechheit. Ich will eigentlich nur normal was trinken und plötzlich muss dieser Deckel im Weg hängen und nervt, denn man kann ihn ja nicht mehr abnehmen. Und ja, solange es der Umwelt hilft, finde ich das jetzt auch nicht so schlimm. Aber welcher Idiot hatte davor überhaupt die Deckel einfach so einzeln weggeworfen? Welche Menschen ich auch nicht verstehe. Guck mal, das ist so ein Punkt. Direkt Punkt Nummer 1. Das wurde ja irgendwann beschlossen, dass die Deckel jetzt dran kleben an der Flasche. Ich muss aber sagen, was Basti auch in den Chat schreibt, ich reiß die trotzdem weiterhin ab, genau aus diesem Grund. Weil ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich habe da gar keinen Bock, weil mich das immer so nervt, weil ich aus der Flasche trinken möchte. Aber ich schraub den Deckel auch wieder dran. Und das, was er halt nennt, ich verstehe Menschen nicht, die eine Flasche trinken und den Deckel nicht wieder drauf drehen. Warum? Wo schmeißt man den Deckel hin? Es kommt hin und wieder selten mal vor, vielleicht kennt ihr auch diesen Abfuck-Moment. Du hockst irgendwo ganz entspannt, trinkst dein Getränk aus der Flasche, willst den Deckel draufschrauben, Deckel fällt aber auf den Boden, rollt weg unter die Couch oder so, wo du nicht mehr rankommst. Ja, da kam es schon mal vor, dass ich dann eine Flasche auch irgendwie ohne Deckel abgegeben habe. Also wahrscheinlich wird es irgendwie unter meiner Couch unendlich viele Deckel geben. Aber ja, genau. Ist so die einzige Situation. Aber ich verstehe echt nicht Menschen, die sowas wegschmeißen. Warum? Stehe. Ihr wollt entscheiden, wer irgendwas machen soll. Also spielt ihr dann natürlich Schere, Stein, Papier. Der Klassiker. Immer. Und der andere kommt dann an mit Brunnen. Bruder! Was für Brunnen! Es heißt Schere, Stein, Papier. Ein perfekt ausgeglichenes Spiel, wo jede Entscheidung gleich viele Vor- und Nachteile hat. Es macht also keinen Sinn, eine vierte, überpowerte Option reinzubringen. Brunnen ist da rein objektiv einfach falsch. Nee, du hast verloren. Bro, immer. Brunnen kommt in der Endmove als Kind immer. Brunnen, guck mal, ich hab gewonnen. Immer. Bro. Das war wirklich, als Kind war das einfach die Exodia im Schere, Stein, Papier. Bei öffentlichen Toiletten gibt es ja oft diese modernen Wasserhähne, die so bei Bewegung angehen. Boah, die sind so nervig. Prinzipiell finde ich sie cool, aber überraschend oft passiert es mir, dass er nicht angeht. Egal, was ich versuche. Oben, unten, links, rechts, hinten, es passiert nichts. Obwohl es bei den anderen klappt. Ja, ich hab das auch so oft. Und am schlimmsten, wenn jemand Neues kommt und es bei ihm auch sofort funktioniert. Bin ich zu blöd dafür? In dem Moment hinterfrage ich dann mein ganzes Können. Bis ich das Waschbecken wechsle und sich herausstellt, mein Wasserhahn war wahrscheinlich einfach nur defekt. Oder ich war wirklich zu blöd. Wer weiß. Real Talk, ich habe das auch richtig oft. Was ich letztens hatte, das habe ich gar nicht verstanden. Am Münchner Flughafen, als wir nach Rumänien geflogen sind, war ich auch mehrmals natürlich auf dem heiligen Ort, ne? Und habe dementsprechend für Videoideen gebrainstormt. Und als ich mir meine Hände waschen wollte, auch so eine Sache. Du bist auf öffentlichen Toiletten, dann hast du halt Papier. Papier ist das Geilste, weil da werden deine Hände wirklich trocken. Dann gibt es einmal diesen riesigen Trockner, der das Wasser rillt, umherwirbelt, auch voll in Ordnung, wenn der halt stark genug ist. Dann gibt es halt diese Dinger, die so ein bisschen rauspusten, wo ich mir denke, Bro, das bringt gar nichts, kann man auch direkt abhängen. Und dann am Münchner Flughafen, da gab es einfach Handtücher. Du hast da auf so, du weiß nicht, so einen Knopf gedrückt oder hast du darunter so hergewuchtelt und dann wurde da so ein Handtuch runtergelassen und da dachte ich so, Alter, das ist doch ultra unhygienisch. Dann habe ich einfach so diesen hier gemacht. Das habe ich null verstanden. Wirklich. Also, hä? Das war wirklich schlecht. Also, ich weiß auch nicht, was, vielleicht ne, selbe Situation, vielleicht war ich einfach zu dumm und hab das irgendwie nicht gecheckt, wie das funktioniert. Aber ja, naja, Freunde, weiter geht's. Mein Wasserhahn war wahrscheinlich einfach nur defekt. Oder ich war wirklich zu blöd. Wer weiß. Was anderes, was ich nicht verstehe, ab irgendeinem Zeitpunkt hat man ja immer mehr so mit Dokumenten zu tun. Und immer öfter muss man dann unten seine Unterschrift hinschreiben. Das Problem ist aber, ich habe keine Unterschrift. Ich schreibe immer noch einfach nur meinen Namen in Schreibschrift hin. Aber das fühlt sich mega langweilig an. Meine Eltern haben ultra fancy Unterschriften und sogar meine Lehrer hatten immer clean Unterschriften. Woher habt ihr alle die? Also ich kann doch jetzt nicht einfach nur ganz normal meinen Namen hinschreiben. Aber ich traue mich auch nicht irgendwann zu sagen, yo, ich ändere ab jetzt meine Unterschrift
von normalen Schreiben zu diesem unlesbaren, aber schwungvollen irgendwas. Anstatt Buchstaben zu schreiben, habe ich also bei jedem meiner Autogrammkarten mit einem kleinen, persönlich gezeichneten Holzi unterschrieben. Und das ist Film Outplayed. Die gibt es übrigens zu jedem Holzi-Plush kostenlos dazu. Und wenn ihr früh bestellt, ist auf den Sammelkarten noch eine First Edition Badge drauf. Jetzt gerade, wo er hier seine Werbung reindroppt, auch mehr als verdient, definitiv. Was Christian gerade in den Chat schreibt, ich auch immer, D. Götte, das war's. Immer in Schreibschrift, mehr nicht. Ich war letztens verreist und wer mal irgendwo hingeflogen ist, weiß, wie Flughäfen immer komplett auf sicher, micher, high-tech, security, check, check gehen, sodass ja nichts Verbotenes passieren kann. Alles. Immer so sicher, bis man angekommen ist und es ums Gepäck geht. Denn dann stehen alle einfach ewig am Kofferband herum, als wäre es ein All-You-Can-Eat-Sushi-Restaurant. Ohne und Scheiß, jeder ja. kann sich alles nehmen. Was soll das? Auch wenn es probably nicht passiert, aber theoretisch könnte irgendjemand einfach vor mir all meine Wertsachen wegnehmen. Ey! Oder es geht irgendwie woanders verloren. Vielleicht sogar landet dein Koffer dann bei einem YouTuber mit einem verlorenen Koffer-Unboxing. Oha, was eine geile Kreditkarte. Ey, warte, die gehört mir. Ja, schon true. Das kann jederzeit passieren, ne? Es spricht ja nichts dagegen. Da habe ich mir auch so Gedanken gemacht, als ich am Flughafen gewesen bin. Weil, guck mal, das haben wir Sneaky Miki gelöst. Für diesen Rumänien-Flug gab es tatsächlich nur Handgepäck, aber kein Koffer. Aber ich, Vollidiot, hatte den Koffer dabei. Und dann standen wir da und Phil fragt mich so, Bro, wir haben doch nur Handgepäck. Ich gucke ihn an. Nein, kann nicht sein. Klar, safe ist da ein Koffer mit dabei. Dann kommen wir da hin, zu dieser Kasse. Und auf einmal hieß es so, ja, only Handgepäck. Und ich sehe schon mein Leben an mir vorbeirattern. Dachte ich so, ja, kack, was mache ich denn jetzt bitte? Aber haben die einfach angenommen. Auf einmal hatte ich dann auch einen Koffer, konnte ich damit reinpacken. Bald packen YouTuber der Proteinpulver aus. Ey, ohne Scheiß, das war der größte Müll. Also, dass die einfach mein Proteinpulver halb durch meinen Koffer geworfen haben, in der Hoffnung, oder im Verdacht, dass da, keine Ahnung, sowas wie Rauschgift oder Kokain drin ist oder so. Naja, ja, was soll ich sagen? Ah, was eine geile Kreditkarte. Ey, warte, die gehört mir. Was mich auch manchmal nervt, ich lebe ja noch zu Hause. Und manchmal öffne ich den Kühlschrank und hab voll Bock auf Orangensaft, der noch übrig ist. Ich hole mir dann extra ein Glas. Aber wenn ich dann die Saftpackung nehme, merke ich, sie ist basically leer. Warum hat mein Bruder, oder wer es war, es wieder zurückgestellt? Wirf es doch weg oder trink den letzten Tropfen noch. Was soll ich jetzt damit? Manu. Was ich immer habe, also ja, bestimmt früher mal, aber wenn man halt alleine lebt, hast du diesen Moment nicht mehr. Was ich aber zwischendrin immer wieder habe, ich erinnere mich, oh geil, ich habe richtig geiles Essen noch im Kühlschrank. Gucke im Kühlschrank und fällt mir ein, entweder, shit, du hast schon aufgegessen, oder es ist fast nichts mehr davon da, oder es ist schlecht. Das habe ich ziemlich häufig, diesen Moment. Den letzten Tropfen noch. Was soll ich jetzt damit? Manu. Was ich auch hasse, wenn ich in einem Laden nichts kaufen will und an der Kasse vorbei muss. Letztens war ich in einem Kaufland und als ich doch wieder raus wollte, war da eine riesige Schlange mit super wenig Platz. Ich hätte also jeden Einzelnen fragen müssen. Ah, hallo, könnten Sie bitte zur Seite gehen? Ich will einfach nur raus und habe bestimmt nichts geklaut. Also, habe ich wirklich nicht. Ja. Und das bei jedem in der engen Schlange. Das war mir zu viel. Alternativ gab es da aber auch eine Selbstbedienungskasse, wo niemand war. Aber da konnte man nur raus, wenn man auch was gekauft hat und den Bon einscannt. Aber ich wollte ja eigentlich einfach was ist das nur denn raus, für ein Prinzip? Ohne was zu kaufen. Und was habe ich am Ende gemacht? Ich habe mir eine Flasche Wasser gekauft. Ja, vielleicht habe dieses Problem auch nur ich. Also ich fühle den Aspekt, dass wenn du irgendwo einkaufen gehst, kaufe ich auch manchmal nur eine absolute Kleinigkeit, einfach damit ich sagen kann, ey, ich habe was gekauft und kann an die Kasse, weil ich kenne das, also ist schon, man fühlt sich wie ein Schwerverbrecher, wenn du einfach rausgehst, ohne was gekauft zu haben. Aber Trickkiste 17, damit so eine Schlangensituation nie passiert, einfach nicht zu Stoßzeiten einkaufen gehen. Ganz simpel. Also keine Ahnung, weiß nicht, samstags, vormittags, mittags ist ja ein bisschen noch am Nachmittag, ist immer full. Halt in der Woche abends einfach Stoßzeiten meiden. Easy Lifehack, Freunde. Mach ich auch immer. Lifehack. Du kommst aus diesem Video auch nicht raus, außer du schaust dir jetzt noch diese Animation an. Ist ein echt gutes Video. Diese YouTuber wollten mich abziehen. Erster YouTuber, der Umlautmann. Ja, aber ey, saugeiles Video wieder. Fühle ich, viele Sachen konnte ich sehr nachvollziehen. Gutes Video.